Seit Mitte Juni hat die Elbe schon Niedrigwasser. Frachtschiffe fahren nicht mehr, Fähren stellen den Betrieb ein. Anhaltende Trockenheit und Hitze lassen die Pegel weiter sinken und eine schnelle Besserung, die ist nicht in Sicht. Aber die Elbe kann auch ganz anders aussehen. Vor 20 Jahren rollte eine Flutwelle durchs Land, die nicht nur Straßen und Häuser zerstörte, sondern auch zahlreiche Leben kostete. Damit so etwas nicht wieder geschieht, wurde viel investiert. August 2002. Die Flut damals überraschte und überforderte. Landunter hieß es auch in weiten Teilen Sachsens und Sachsen-Anhalts. Flüsse rissen Häuser mit sich, setzten ganze Städte, wie zum Beispiel Grimma, unter Wasser. Heute sieht man davon nichts mehr. In Grimma wurde für den Hochwasserschutz viel investiert, wie in diese 2,2 Kilometer lange schließbare Hochwasserschutzwand. 57 Millionen Euro haben wir hier verbaut. Das ist einzigartig. Wenn Sie sich überlegen, eine Hochwassermauer, die wir irgendwo hinstellen, oder ein Hochwasserdeich an der Elbe, der kann auch bis 10 Meter hoch sein. Da kostet der Kilometer, wenn er teuer ist, 2 Millionen Euro. Das Landeshochwasserzentrum des Freistaates. Dort werden ständig Wetter- und Flusspegel beobachtet. Sachsen ist hier in 54 kleinteilige Flutwarngebiete unterteilt, um bei regionalen Unwettern genau zu informieren. Dafür fließen auch die Daten der Nachbarländer und des gesamten Bundesgebietes mit ein. Das ist uns auch ganz wichtig nochmal. Die Bürger müssen wissen, was sie zu tun haben, wenn eine Hochwassergefahr entsteht oder sich anbahnt. Wie sie sich informieren können und vor allem müssen sie einen Notfallplan haben, was abläuft im Hochwasserfall, um ihr Hab und Gut, aber vor allem auch ihr Leben zu sichern. Für den Hochwasserschutz wurde auch in Sachsen-Anhalt viel getan. Drei Viertel der Deiche sind inzwischen grundsaniert für 1,4 Milliarden Euro.